Und wirklich, wie Nadine Horkler vorhin. Und die Reaktion von Miriam Gössner. Naja, für die wäre es natürlich besonders gut, wenn die deutschen Damen das hier so reinretten können und die Staffel nicht ganz versaut wäre durch diese Strafrunde. 46,4 Sekunden sind es auf die Spitze. Aber nur 12 auf die zweitplatzierten Russinnen. Ja, das ist noch drin. Wenn wir uns nach vorne orientieren, Frankreich ist allerdings schon ganz nah dran. Ja, ja. Marie Dorin-Abert. Ja, die Französin hier mit 2 Top-10-Plätzen. Auch stark verbessert in dieser zweiten Weltcup-Woche. Und Thora Berger, wie im Training, allein auf weiter Flur. Das hat sie ja ganz gerne, wenn sie sich zurückziehen kann in der Einsamkeit. Und da kann sie natürlich auch registrieren in dieser Gegenläufigkeit der Geschehnisse, wo die anderen Athletinnen sich bewegen, wie weit sie hinter ihr sind. Und Andrea Henkel hat viel Zeit und Meter gut gemacht auf die Russin. Jetzt wird es dann ein Vierkampf werden um Platz 2. Schau hin. Oh, ja. Um diese 2 Podestplätze hinter Thora Berger. Ah, das sind jetzt schon lauter gute Schützinnen da. Dorin-Abert, Pidruschina, Henkel, Viluchina, ja. Da kann ein Schuss Ausschlag geben. Klasse so. Und jetzt gut auf. Bulgarin sehen wir hier, Nia Dimitrova. Aber die Kameras sind natürlich gerichtet auf das Verfolgerfeld, das Quartett hier, das in gebührendem Abstand zu Thora Berger in Richtung Schießstand unterwegs ist. Und die 4 jetzt hier um die 2 Podestplätze hinter Thora Berger kämpfen werden. Also wir wollen es ja nicht beschreien. Thora Berger muss natürlich auch alles erstmal treffen und sich hier keine 2-3 Strafrunden einhandeln. Aber davon gehen wir eigentlich nicht aus. Bei allem, was wir bislang von ihr gesehen haben, in diesen 5 absolvierten Rennen. Da muss sie sich schon in den C schießen. Nein, nein, also ich glaube nicht, dass Thora Berger hier da nochmal was anbrennen lässt. So, jetzt sind sie dran. Kann Andrea Henkel vielleicht noch ein bisschen den Windschatten nutzen. Na, jetzt geht es wieder hoch. Gleich ins Stadion rein. Und hier haben wir Thora Berger. Ganz am Ende, da wird noch liegend geschossen. Aber sie ist schon da. Letzte Schießeinlage. Sieg für Norwegen. Viel Glück. Ja, dann doch noch am Ende. Ich wollte schon sagen, dieses dünne Fragezeichen, das hat sie schnell gelöscht. Mit einer Schnellfeuereinlage. Kein Problem für Thora Berger. Glückwunsch an Norwegen. Sie bringt es hier zu Ende in der Form, in der Manier, wie wir sie in den letzten 1-2 Wochen erlebt haben. Und jetzt geht es hier um die 2 verbleibenden Podestplätze zwischen diesen 4 Athletinnen. Ganz vorne Andrea Henkel. Macht den ersten Fehler. Russland ist weg. Jetzt auch die Ukrainerin. Jetzt geht es hier um jede Sekunde. Ja, der hat es geschafft. So, jetzt gleich den Blick auf die Uhr. Wie weit ist sie hinten dran? Französin kämpft noch mit den Nachladern. So, 11 Sekunden sind es auf dem Podestplatz für Andrea Henkel, Olena Petruschna und die Russin Viluchina vor ihr, eng beieinander, weit vorne weg, Thora Berger. Und kann sie jetzt noch eine Schippe drauflegen, Andrea Henkel, auf dieser letzten Runde? 11 Sekunden sind es. 11,5, um genau zu sein. Kurze Runde, das könnte sich genau ausgehen, dass sie zu dritt auf die Schlüssel und auf die Zielgerade gehen. Aber, naja, schauen wir mal. Andrea wird alles versuchen. Und die da vorne, die geben natürlich auch mächtig Gas. Klar.
Und da haben wir Nadine Heuchler und das ist ihre Reaktion. Sie hat es vorbereitet. Andrea Henkel im Kampf um die Podestplätze und Nadine Heuchler steht jetzt unten warm eingepackt bei Nils Kapp. Ja, und freut sich über ihre Leistung. Wir gratulieren ganz herzlich. Tolles Rennen. Die deutsche Mannschaft von 8 auf 3 wieder zurückgebracht in dieses Rennen mit rationalem, kühlem Kopf oder so mit dem Alles-oder-Nichts, Entweder-oder-Gedanken? Ja, mit dem Gedanken, ich laufe jetzt mal meine 6 Kilometer und versuche alle 10 auf einmal zu treffen mit 10 Schuss. Das war ja Ihre allererste Weltcup-Staffel, haben Sie gerade eben erzählt. Wie viel Aufregung ist damit unterwegs? Also komischerweise gestern und heute früh erst gar nicht und dann zwischenzeitlich schon ein bisschen. Auch beim Anschießen habe ich ein bisschen gemerkt, aber da hat Gerhard gesagt, mach ganz ruhig, ist hier Rennen wie jeder andere und sind auch die gleichen Scheiben wie sonst. Und, ja. Und macht es noch mehr Spaß, in der Staffel zu laufen als alleine? Ja, vor allem, wenn man übergibt und dann sich noch anschauen kann und noch mitfiebern kann, das macht schon Spaß. Und glauben Sie, dass Andrea Henkel, wir haben ja gerade zusammen das letzte Schießen geschaut, glauben Sie, dass Andrea Henkel da jetzt noch eine Chance hat auf Platz 3 oder vielleicht sogar 2? Ja, ich weiß nicht, sie muss einfach rennen, was es hergibt. Alle Körnchen jetzt mal benutzen auf der letzten Runde. Mal gucken, wie viele noch da sind. Vielen Dank. Ja, und besonders Spaß macht es natürlich ein solcher Staffelstart, wenn man so eine Leistung dann selbst bieten kann und abliefern kann. Da haben wir die Französin hier auf der 5. Position. Das sind die beiden Verfolgerinnen. Olena Petruschna mit ein bisschen Gas, kleine Lücke zu Olga Viluchina. Andrea Henkel, die sehen wir da hinten jetzt nicht mehr. Ich habe mal so geschaut, so ungefähr. Ja. Ich glaube, Andrea Henkel konnte da nichts gut machen. Petruschna erhöht das Tempo natürlich dermaßen, dass vielleicht die Russin noch blau geht und dann doch wieder eine Chance besteht für Andrea. Die Russin kämpft. Ja, ich weiß, das sieht nicht mehr so dynamisch aus. Das hat Olena Petruschna erkannt. Und hat gleich noch eine Spitze gesetzt. Die hat Tora Berger eigentlich gar nicht mehr nötig. Auf ihrer letzten Runde, die kann sie hier mit allem Genuss, und jetzt haben wir den Abstand hier, zu Ende bringen. Viluchina und da hinten Andrea Henkel vorbei hier an den vielen, vielen Fans an der Strecke. Es ist schon noch, ist noch viel Rückstand. Es wird schwierig, dass Andrea das noch aufhält. Auf Platz 3. Ja, und ausgeglichene Mannschaftsleistung der Ukraine von der ersten bis zur 4. Läuferinnen, Olena Petruschna. 2 von ihnen aus der Ukraine haben gestern auf die Verfolgung verzichtet, aber hier heute die Staffel mit in Angriff genommen. Könnte man meinen, dass da ein großer Wert drauf gelegt worden ist auf diese erste Staffel der Saison. Wolfgang Küchler macht hier nochmal Olga Viluchina Beine. Das gleiche versucht auch Rico Groß. Und die freuen sich hier mächtig über den 2. Platz. Vita Semerenko, ihre Schwester Valentina und die junge Julia Cima, die warten auf Olena Petruschna, die hier unten im Bild ist. Dann eine überrundete Läuferin, die aus Finnland. Und da kommt Olga Viluchina. Und noch nichts zu sehen von Andrea Henkel. Da kommt sie jetzt um die Ecke geschossen. Und hier haben wir die Siegerin. Also, Doppelsieg für Norwegen heute. Sowohl die Männer als auch die Damen Norwegens gewinnen diese erste Staffel der neuen Saison. Und sie hat sich nicht nehmen lassen, das kleine Fähnchen hier mit über die Linie zu nehmen. Also ein Ausrufezeichen gesetzt, auch mit den jungen Gesichtern im Team. Genauso wie die norwegische Mannschaft. Und da kommen sie an, der Dank an die Erfahrene, an die Topläuferin im Team. Aber Tora Berger betont immer wieder, ich brauche die jungen Mädels, sie müssen mich unter Druck setzen, das brauche ich im Training, das finde ich gut. Und Kompliment an die Ukraine, an eine sehr, sehr durchgängig gute Leistung. Von Anfang bis zum Ende haben sie mitgemischt und Olena Petruschna bringt sie hier zu Ende. 2. Rang. Da kann man während der Saison, es gibt ja 6 Staffelrennen insgesamt und dann eben auch die WM in Nove Mesto, einiges erwarten. Die russische Staffel hält das Podium mit Olga Viluchina und Andrea Henkel. Bleibt am Ende der 4. Platz. Ja, so kann es gehen. Am Ende die Nachlader von der Strafrunde wollen wir gar nicht reden.
dann sieht das nochmal ganz, ganz anders aus. Und geschlagen auch die Französinnen Marie-Dorin Aber. Auch sie beim letzten Schießen mit zu vielen Nachladern hat sie zu viel Zeit verbraucht. Da war auch Andrea Henkel schon von dannen. Und jetzt also auch die Französinnen im Ziel. Vielleicht haben sie es mit einem Auge gesehen, die Ukrainerinnen. Die feiern hier richtig ausgelassen diesen zweiten Platz. Ja, und insgesamt also mit Tina Bachmann, Miriam Gössner, Nadine Horchler und Andrea Henkel. Eine Leistung, ja, im Prinzip die Steigerung auf den Positionen 3 und 4. Nach der Strafrunde von Miriam Gössner sah es ja gar nicht mehr so gut aus, aber Nadine Horchler und Andrea Henkel haben dann am Ende das Ganze noch einmal spannend gemacht hier. Hat nicht ganz gereicht fürs Podium. Aber du hast es angesprochen, eine Mannschaft, die konkurrenzfähig ist. Neben den Russinnen, neben der Ukraine und natürlich den Tagessiegerinnen von heute, den Norwegerinnen. So, schauen wir nochmal schnell aufs Tableau. 54,1 Sekunden, das ist also der Rückstand. Wir gehen schnell runter. Andrea Henkel ist schon bei uns. Bitte. Ja, ganz schnell stehen geblieben, noch vorm Umziehen, Andrea. Fast hätte es noch zum dritten Platz gereicht. Trotzdem einigermaßen zufrieden, dass sie tatsächlich noch als Vierte hier ins Ziel gekommen sind. Ja, auf jeden Fall war es ein spannendes Rennen beim letzten Schießen. Wir konnten zumindest zeigen, dass wir vorne mit angreifen können. Und das war sicherlich auch wichtig für uns heute zu wissen. Ja, normalerweise denkt man ja, wenn man so zwischendurch sieht, über eine Minute Rückstand, dass man da geneigt ist, schon zu sagen, okay, das wird nichts mehr. Aber das ist, glaube ich, ein großer Fehler, ne? Na, also man sollte nie aufgeben, bevor man nicht im Ziel ist. Und das macht auch keiner normalerweise. Ja. Kann man sagen, also es hängt letztlich an einer Strafrunde? Ja, heute schon, aber wir sind eine Mannschaft und selbst mit der Strafrunde haben wir zum Schluss noch ums Podest gekämpft. Und das stimmt uns auch positiv für die nächsten Staffelrennen. Also hat der vierte Platz auch was Gutes? Ja, man findet irgendwann immer mal was Gutes, wenn man lang genug sucht. Aber ich denke mal, ja, kann man schon erstmal zufrieden sein. Ach natürlich, vielen Dank. Und jetzt schnell ins Warme. Der Bundestrainer ist auch schon da, Gerald Hönig. Muss natürlich vorher noch einmal gratulieren, so wie sich das gehört. Herr Hönig, es gibt durchaus positive Aspekte an dieser Staffel. Vor allen Dingen Nadine Horchler nehme ich an, aber auch Andrea Henkel die Leistungen. Aber die Baustellen sozusagen bleiben die gleichen, kann man das so sagen? Es bleibt eine große Baustelle nach dem heutigen Rennen und das hatte sich in den Vortagen schon ein bisschen angedeutet. Das ist eindeutig der Stehendanschlag. Wir gehen heute mit 100% Trefferleistung liegend durch und haben aber stehend zu viele Nachlader gebraucht. Dazu kommt ein relativ zögerliches Schießen mit relativ langsamen Schießzeiten und dort büßen wir so viel ein, was auf der Strecke auch trotz recht ansprechenden Laufleistungen, und ich glaube, wir sind auf Augenhöhe mit den Mannschaften, die vor uns sind, was die Laufleistungen betrifft, nicht mehr aufzuholen ist. Wir haben vorhin ein ganz interessantes Phänomen gehört. Miriam Gössner hat erzählt, sie sei zu langsam an den Schießstand gekommen. Ist das bekannt, so ein Phänomen? Man denkt ja immer, zu schnell sei das Problem. Wir haben das die letzten Tage mehrfach schon diskutiert im kleinen Kreis, also zu zweit, zu dritt, weil wir auch den Eindruck hatten, sie rast ganz schön ran und sie schätzt aber immer wieder ein, dass sie noch nicht ihr günstiges Renntempo gefunden hat für die letzten 200, 250 Meter, um am Schießstand optimale Belastungserscheinungen zu haben. Das muss ich jetzt noch suchen. Ich tue mich fast ein bisschen schwer, ihr das so hundertprozentig abzunehmen, denn sie ist gigantisch schnell. Ja. Und wo will sie da noch schneller laufen, um dann sichere Schüsse abzugeben? Aber wir werden daran arbeiten. Wir müssen das auch. Sicherlich zählt das mal die Meinung, das Gefühl der Athletin. Ne? Wir nehmen das oft teilweise ein bisschen anders wahr. Deswegen müssen wir dort auch konzentriert weiterarbeiten. Wäre natürlich schön, wenn sie noch schneller laufen könnte, um dann sicher zu schießen. Das würde ich dankend annehmen. Ja, glaube ich auch. Jetzt zieht der ganze Weltcup-Zirkus weiter nach Pokljuka, dann kommt Efi Sachenbacher-Steele dazu. Natürlich werden alle ganz gespannt da hingucken. Was erwarten Sie von der Weltcup-Premiere der ehemaligen Langläuferin? Ja, Efi, ich bring's mal auf einen Punkt: Lerntraining.
das sind für die EFI jetzt die ersten Einsätze auf der ganz großen Bühne. Das sind nochmal ganz andere Anforderungen als im IBU Cup, wo sie jetzt gelaufen ist. Und für die EFI ist für uns jetzt ganz einfach wichtig, viele, viele Rennen laufen. Das kann auf allen Ebenen sein. Das wird der Weltcup jetzt mal sein. Das wird dann auch eventuell wieder der Deutschlandpokal sein. Das kann wieder der IBU Cup sein. Sie braucht jetzt Rennen, um Routine zu bekommen, um immer wieder die neuen Situationen, die auf sie zukommen, zu beherrschen. Und was jetzt in Buchlüger natürlich noch dazukommt, aber da denke ich mal, wird die EFI weniger Probleme mit haben, ist der Medienrum.